Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, mein Urlaub ist leider vorbei, auch wenn es schön war. Alles Schöne hat mal ein Ende und das ist jetzt gekommen. Deshalb kann ich euch jetzt auch wieder auf dem Laufenden halten. In meiner Abwesenheit sind natürlich ein paar Sachen passiert. Einmal, ja, Quest 3 Vorbestellungen sind jetzt möglich und ja, dazu passend gab es dann einen Pico-Leak. Also diese Leaks kommen ja nicht immer so, ja, die kommen meistens wirklich gesteuert schon, dass man auch Vorteile hat, dass die Leute jetzt nicht alle hinstürmen und die Quest 3 kaufen, sondern es gab jetzt eine Tabelle, eine Roadmap von Pico und ja, da wird die Pico 5 vorgestellt, die technischen Daten dazu und da möchte ich gerne mal drauf eingehen mit euch und dann gab es noch einen Controller-Leak, da möchte ich gerne mal drauf eingehen mit euch. Das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und die sehen schon sehr ja, nach Quest 3 Controller aus. Also Quest 3 Controller gehen ja jetzt auch weg von den Tracking-Ringen. Und ja, hier haben wir sie ja schon. Hier ist es jetzt so der Fall, dieses Controller-Tracking funktioniert. Einmal haben wir hier die Tracking-LEDs wohl drin, so wie ich gelesen habe. Und unten ist wohl auch noch mal irgendwo eine platziert. Ich weiß nicht, auf jeden Fall im unteren Bereich. Dann benutzt Meta natürlich auch noch die ganzen Daten, Gyroskop, Beschleunigungsmesser. Und dann haben wir natürlich auch noch die Handtracking-Kameras, die permanent auch wissen, wo sich gerade die Hände befinden. Und diese Sachen lassen die einfließen zusammen. Und dann haben sie natürlich auch super Algorithmen noch dazu, die noch bestimmen können, wo sich gerade der Controller befindet und ausgerechnet wird. Und das Ganze soll dann halt für ein richtig gutes Controller-Tracking sorgen. Und hier haben wir das Ganze bei der Quest 3 nochmal. Und ja, die Quest 3 ist vom Layout her jetzt ein bisschen anders. Wir haben hier jeweils zwei Schwarz-Weiß-Kameras und hier in der Front haben wir zwei Farbkameras. Ich glaube, 4 Megapixel waren das. Gucken wir uns gleich aber nochmal an. Und die Farbkameras sind natürlich für die AR-Durchsicht, dass wir vernünftige Bilder haben, wenn wir AR-Spiele zocken wollen oder AR-Anwendungen oder Mixed-Reality-Anwendungen. Und ja, die sind halt eigentlich nur fürs Tracking da. Ich weiß nicht, inwiefern diese Farbkameras auch noch einen Einfluss aufs Handtracking oder Controller-Tracking dann haben. Das weiß ich natürlich nicht, aber so im ganz Groben funktioniert das halt. Und wenn wir uns die Pico-Controller jetzt mal anschauen, das ist der originale Pico 4 Controller und wir haben hier den Tracking Ring, wo die LEDs verbaut sind und die werden von den Kameras getrackt, die wir ja vorne an der Pico haben. Ne? Die sind ja hier oben und unten sind jeweils zwei und ja, da werden die getrackt. Wir sehen die Controller für mich so aus, auf dem Bild, was wir jetzt hier sehen, dass die einfach den Tracking Ring abgeschnitten hätten. Also wenn ihr euch das mal so anschaut, ich kann nur noch mal ganz kurz ins Große gehen. Also die sehen schon verdammt, also denkt euch jetzt einfach den Tracking-Ring weg. Und wenn ich jetzt noch mal drauf schaue, die sehen schon sehr ähnlich aus. Und hier wird es wahrscheinlich dann auch der Fall sein, dass wir hier die Tracking-LEDs haben und dass die dann getrackt werden. Und das Ganze, was ich euch gerade erzählt habe, wie Meta das macht, so werden die das wahrscheinlich auch machen. Hier Upload geht auf, ich glaube, drei Szenarien ein, wie das möglich sein könnte, das Tracking. Und das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Es gibt ein elektromagnetisches Tracking, was Pico Neo 2 und Magic Leap verfolgten. Aber das ist eigentlich jetzt ab ACTA gelegt worden, weil es immer zu Latenzproblemen und Jittern kam. Also dieses Zittern, was wir schon mal sehen können. Und deshalb wurde das verworfen. Ob die das jetzt auch wieder nutzen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und am wahrscheinlichsten sehen die das Ganze jetzt, das gleich wie mit den Touch-Plus-Controllern von der Quest 3, dass die das genauso machen dann und umsetzen vom Tracking her. Ja, wenn es gut funktioniert, warum nicht? Müssen wir mal abwarten, was da überhaupt kommt. Es sind ja keine offiziellen Pico-Meldungen jetzt, die wir hier haben. Es sind einfach nur Leaks. Kann sich alles noch ändern, kann sich auch als Unwahrheit bestätigen. Das muss man jetzt einfach mal abwarten. Und ja, hier haben wir dieses Bild und dann gibt es noch mal ein ganz kleines. Ja, hier sehen wir aber auch nicht so viel. Wir haben hier jetzt dunkle Tasten drauf. Die sind auf dem originalen Controller, sind die eigentlich eine als weiß.
Also meine Katze rastet da gerade hinten aus, der Flocke, deshalb habt ihr den auch gesehen. Also wir haben hier, ich muss mal gucken, so, hier haben wir einen weißen und hier haben wir noch einen Controller mit so einem orangenen Symbol. Die sind jetzt scheinbar anders und hier ist das Ganze auch nochmal weiß, weißer Knopf und dann darunter dieser violette und dann haben wir halt AB, den Thumbstick haben wir und auf der anderen Seite haben wir halt XY und den Thumbstick. Da wird sich nichts groß dran ändern, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und ja, das ist eigentlich das, was wir jetzt zu den Pico 5 Controllern an Informationen haben. Ja, wie gesagt, ob der Tracking-Ring jetzt da ist oder nicht, mich interessiert, das Tracking muss gut funktionieren. Da hat aktuell Quest noch ein paar Vorteile, muss ich ganz klar sagen. Das habe ich am meisten bei Indes gemerkt, als ich Indes auf der Quest 2 gespielt habe und Indes mit der Pico 4. Das hat man schon stark gemerkt, dass da teilweise Tracking-Abbrüche kamen, wenn man immer ne, wieder zielt und ja, sich bewegt und nah am Körper ist. Da gab es dann noch kleine Probleme mit dem Tracking, aber Indes ist auch wirklich das einzige Spiel, wo mir das so dermaßen krass aufgefallen ist, dass das Tracking der Pico ein bisschen hinterherhängt zur Quest. Ja, das zu den Controllern und jetzt kommen wir zu den Specs. Das mache ich jetzt mal auf. So, hier haben wir die Tabelle, die geleakt wurde von Pico oder von wem auch immer. Es ist nichts Offizielles, es ist einfach nur ein Leak. In Rot habe ich Sachen hinzugefügt, damit wir uns ein bisschen besseres Bild machen können. Hier unten, wo meine Kamera ist, ist hier die Preiskategorie und unten ist das Release Date. Und ja, alles andere ist dann halt selbsterklärend. Quest 3 Tabelle, Pico 5, Pico 5 Pro und Pro 5 Max oder Pico 5 Pro Max. Und hier oben haben wir die Auflösungen, die normalen Display-Auflösungen, die es so gibt. Full HD, 4K, 8K, damit ihr euch mal so ein Bild machen könnt. Was haben wir hier aktuell eigentlich für Displays dann drin? Und hier muss man natürlich das Ganze dann mal 2 nehmen, was die CPU berechnen muss, weil das ist hier alles Single-Eye-Resolution. Das heißt, wir haben hier 2 Displays drin und dann muss man das Ganze mal 2 nehmen und dann kann man schon mal ungefähr erahnen, auf welcher Auflösung wir uns so befinden. Ja, gibt es wahrscheinlich auch Tricks, um 2 unterschiedliche Displays dann besser zu berechnen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, wirklich die Auflösung einfach mal 2 rechne. Ja, und zum Controller-Tracking, wie ich eben schon gesagt habe, wie die Vermutungen da sind von Upload. Hier wurde das Ganze dann ein bisschen besser erklärt, da gehen wir aber gleich drauf ein. Schauen wir uns ganz mal die Auflösungen an. Also wir haben von der Quest 3 2208x2064. Die Pico 4 hat 2160x2160 pro Auge. Und die Pico 5 überbietet das dann natürlich. Ja, ich sag mal, diese Liste, wie eben schon erwähnt, ist natürlich wahrscheinlich nicht umsonst rausgekommen. Man möchte so natürlich auch Leute dazu bringen, noch zu warten, bis die Pico 5 dann kommt und nicht zu schnell die Quest 3 kauft. Das ist natürlich so ein, ja, so ein kleines Werbeblatt, kann man auch sagen, wenn man so Leaks raushaut. Wenn es überhaupt ein offizielles Leak ist und ob es nichts Gestohlenes ist oder sonst was. Ne? Also wir gehen das einfach jetzt mal stupide ab, was hier drin steht. Ob das dann stimmt, müssen wir mal abwarten. So, dann haben wir hier Pico 5 Pro 2560x2560, also das gleiche wie die Pico 5. Hat dann aber auch nochmal einen extra Kamera-Management-Chip onboard. Was der dann bringt, ob das dann nochmal besseres Tracking bringt oder sonst was, bin ich mir nicht sicher. Und hier haben wir das Ganze dann auch nochmal bei der Pro Max, da haben wir auch nochmal einen Display Direct Connection Chip. Also das macht das Ganze natürlich teurer. Es wurde ja immer gesagt, warum hat die Pico 4 kein DisplayPort und so weiter und so fort. Das habe ich in vorherigen Videos auch schon mal erklärt, dass da super viel an Technik auch drin steckt, damit man überhaupt einen DisplayPort an so einer Brille hat. Und das kostet natürlich auch. Man muss das Layout ändern, man muss einen Chip einbauen. Und deshalb ist die Pro Max dann auch umgerechnet bei 1057. Wo der Preis dann wirklich liegt, muss man schauen. Aber ja, das ist gerechtfertigt meiner Meinung nach, auch wenn man sich die Auflösung hier anschaut. Und ja, hier haben wir dann auch schon den XR2 Gen2 Chip drin, der auch in der Quest 3 drin steckt. Und ja, jetzt können wir mal zu den Kameras kommen. Wie eben schon erwähnt,
Die Quest 3 hat vorne an den Ecken zwei Schwarz-Weiß-Kameras, Black and White. Und dann hat die zwei 4-Megapixel-Color, also Farbkameras, vorne in der Front drin eingebaut. Und dann einen Tiefensensor. Und damit macht die halt das Mixed Reality und das Kameratracking und oder Controller-Tracking. Und dann haben wir hier bei der Pico 5 haben wir 4 Black and White, also Schwarz-Weiß-Sensoren, Kameras eingebaut. Das wird wahrscheinlich wieder oben und unten sein. Und dann haben wir vorne in der Front 2 16-Megapixel-Farbkameras drin und einen Tiefensensor. Und das ist natürlich auch nochmal eine Ecke mehr. Was das Ganze pro bringt, muss man schauen. Also wenn ich mir jetzt das 4-Megapixel angucke, muss ich dann zum 16-Megapixel, hört sich natürlich jetzt mega viel an. Wie groß der Unterschied dann wirklich in der Sicht ist, wenn man durchschaut, muss man abwarten. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ja, bei der Pico 5 Pro, dann haben wir dann auch noch das Gleiche hier verbaut, ne? Pico 5 Pro, Pico 5, also mit dem Kameratracking und so weiter und so fort. Und die haben einen Eye-Tracking-Sensor drin, also für beide Augen. Das ist natürlich auch sehr wichtig bei diesen Auflösungen. Da kann man mit Sicherheit auch noch einiges rausholen, bei denen dann nochmal umso mehr, wenn das gut gemacht ist. Und dann steht da noch Sensor and one on the bridge of the nose for face capture. Also wir haben auch noch eine Gesichtserkennung, die ist irgendwo hier wahrscheinlich verbaut. Wird ein bisschen abstehen wahrscheinlich, um dann Mund und so ja, zu tracken. Ist natürlich auch nett. Aktuell noch kleine Spielerei, könnte ich jetzt darauf verzichten, muss ich ehrlich sagen. Aber in Multiplayer-Games ist es natürlich cool, wenn man dann wirklich auch ne, das, die Mundbewegung drin hat. Ja, zum Streaming haben wir hier bei den drei Versionen, die Quest 3, 5 und 5 Pro, einfach Wireless und Wired USB. Also da werden wir wieder eine Videokompression haben. Und bei der 5 Pro Max werden wir dann den DisplayPort drin haben, wie eben schon oben erwähnt. Und ja, das ist natürlich dann für Leute die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen. Also da werden wir dann alles an Bord haben, was sich der VR-Kunde so wünscht. Ja, dann haben wir hier die IPD-Adjustment, also die Augenabstandseinstellung und also wir haben hier auch ein stufenloses Adjustment drin bei der Quest 3, dann Binokularsymmetrie, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Dann haben wir bei der Pico 5 haben wir dann auch stufenloses Einstellungssystem. Ich denke mal, dass es wieder mit Motoren ist, muss man abwarten. Dann haben wir hier auch einen Single Eye Independent. Also das ist auch nochmal einzeln einstellbar. Ist natürlich nochmal umso besser, wenn das Ganze dann wirklich ne, ausgerichtet werden kann. Aktuell haben wir ja nur wirklich, wenn wir 62 mm, zack, dann 58 geht das gleichzeitig runter und hoch, links und rechts. Und wenn wir das stufenlos für einzelne Augen haben, ist es natürlich umso besser, weil es gibt Leute, die weichen halt von den normalen Merkmalen ab. Und die kommen dann damit nicht so gut klar, wenn es das alte System ist. Und hier könnten die eventuell ein bisschen, ja, bisschen bessere Erfahrung damit haben. Also das ist bei allen dreien gleich vom Pico. Dann haben wir hier die, ja, die Wi-Fi 6E Verbindung, also ist Support. Dann haben wir AV1 Codec, AI Assistant und ja, hier haben wir einen AI Assistenten drin, der basiert auf Llama 2. Dann hier Support auch von Wi-Fi 6E. Das ist natürlich auch wichtig für Wi-Fi-Streaming. Und dann haben wir hier auch einen AI-Assistant. Was es dann ist, muss man mal abwarten. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Controller-Tracking. Und hier haben wir halt Ringless. Also, wie wir eben schon auf den Bildern gesehen haben. Die benutzen ja ein Infrarot-Tracking-System. Also, die haben wirklich oben diese Sensoren drin. Also, die LEDs, die dann getrackt werden. Dann haben die ein Hand-Tracking drin. Und das Ganze wird zur gleichen Zeit dann halt ja, bearbeitet, eingefügt und so weiter und so fort. Und daraus basiert das Quest-Tracking. Und hier haben wir das Ganze jetzt, ja, wenn es bestätigt ist, muss man natürlich darauf abwarten. Wir haben hier Ringless, wir haben hier Infrarot-Tracking drin. Und
das, was ich eben angesprochen habe, was eventuell eigentlich nicht kommen sollte, was Upload ja als Möglichkeit gesehen hat, aber eher unwahrscheinlich, dieses elektromagnetische Positionierungstool, sage ich einfach mal. Und dann haben wir noch Handtracking drin und das Ganze wird zur gleichen Zeit alles übereinander gelegt und daraus basiert dann mit noch ein Algorithmus. Und ja, hier haben wir nochmal diese elektromagnetische Unterstützung dabei, inwiefern das dann nochmal Besserungen bringt zum Quest 3 Tracking, muss man abwarten. Wie gesagt, das kann man nicht sagen. Mehr hört sich eigentlich immer besser an, ne, wenn ich dann noch ein drittes oder ein viertes Tool dabei habe, um die Controller zu erfassen. Umso besser, wenn man die ganzen Sachen, Ergebnisse dann übereinander legt, abgleicht, ist mit Sicherheit dann ein besseres Ergebnis möglich. Aber die Software muss natürlich auch mitspielen. Wenn die Software gut programmiert ist, wird das gut funktionieren. Wenn nicht, dann halt nicht. Also das muss man abwarten. Ja, Optics, also die Linsen. Hier haben wir bei der Quest 3 ja Pancake First Generation, also bei der Quest gab es noch keine Pancake-Linsen, deshalb ist das die erste Generation und bei der Pico haben wir dann halt Pancake-Linsen der zweiten Generation. Ich finde die Pancake-Linsen echt gut. Besser geht natürlich immer, wenn sie die jetzt wirklich nochmal verbessert haben, umso besser, echt cool. Sowas brauchen wir, deshalb baut die natürlich auch nicht so tief. Die Pancake-Linsen sind sehr flach und ja, hat uns natürlich bei der Pico 4 immens geholfen, dieses Gehäuse kleiner zu schmaler zu kriegen. Und das ist bei der Quest 3 natürlich auch der Fall. Gewichtsersparnis und so weiter und so fort. Ja, jetzt kommen wir zum Price. Der Price ist heiß. Also hier ist 4.000 Renminbi, wird als 4,99 angegeben bei Quest 3. Die Preise sind ja auf der offiziellen Seite schon sichtbar, deshalb gehe ich darauf jetzt nicht so ein. Release Day 27.09. kann vorbestellt werden. Und jetzt kommen wir zu dem Preis der Pico 5. Also 462 Euro wäre die Pico 5. Da ist natürlich auch nochmal zu sehen, in welchen Speicherkategorien gibt es die. Ne? 256, 512, eventuell sogar noch mehr. Muss man jetzt abwarten und wie die Preise sich dann da nochmal staffeln. Und dann haben wir die Pico 5 Pro mit 568 Euro und dann die Pro Max mit 1057 Euro. Aber wie eben schon erwähnt, wir haben hier 3840 mal 3840 Pixel pro Auge und haben DisplayPort dran. Also man kann es an High-End-PC anschließen. Selbst bei den Auflösungen, die wir hier jetzt haben, wird die 4090 auch schwitzen. Da bin ich mir vollkommen sicher. Also wenn man das Ganze mal dann hochrechnet, 3840, nimmt man natürlich nur die mal 2, dann sind wir ja bei 8K, kann man sagen, ist natürlich echt hart. Und hier mal 2, ne, dann sind wir über 4K, also zwischen 4 und 8K sind wir dann. Und ja, das ist natürlich eine Hausnummer, ganz klar. Das braucht auch Rechenleistung und ich denke mal, der XR2 Gen 2 gibt auch nicht viel mehr her als diese Auflösung hier. Deshalb wird die Quest 3 auch dementsprechend diese Auflösung gewählt haben oder Meta hat die gewählt, um natürlich auch CPU-Leistung zu sparen. Dann ist hier auch natürlich immer noch der Faktor Kühlung. Wie ist die Kühlung realisiert? Und demnach kann natürlich auch ein bisschen mehr Power rausgeholt werden, Overclocken und so weiter und so fort von der Firmware-Seite aus. Ja. Das Interessanteste, wann? Wann können wir bestellen? Und ja, am 21.04.2024 soll dann ja, Preview rauskommen. Und hier steht dann irgendwas nochmal on sale in Oktober. Also es soll ein Preview rauskommen. Ich weiß nicht, ob man die dann im Februar schon bestellen kann. Und die kommt dann zu dem Zeitpunkt raus. Ich verstehe das Ganze jetzt noch nicht so ganz. Aber On Sale in Oktober sagt eigentlich ganz klar, okay, im Oktober wird die dann lieferbar sein. 21.04. vermute ich mal, dass es ein Vorbestellungsdatum ist. Aber ist alles nur Rätselraten, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz ist eine coole Ansage an Meta, definitiv, was die reinen technischen Specs jetzt angeht. Ich bin mega zufrieden mit meiner Pico 4 aktuell. Ich benutze sie super gerne. Wenn die das Ganze nochmal verbessern bei der Pico 5 oder der Pro Max,
Mega, einfach nur geil. Und ja, wir können uns da echt auf die Zukunft freuen. Natürlich, viele Leute sagen immer, ja, der Chris Reality am liebsten, mit dem schreibe ich ja öfters mal und spreche mit ihm. Er sagt immer, was nützen uns die besten VR-Brillen, wenn keine geilen Spiele da sind? Ja, Chris, da gebe ich dir recht, definitiv. Ohne geile Games nützt alles nichts. Also das muss natürlich auch da sein. Aber wenn man sich die Stores so anschaut, es sind verdammt viele Spiele da. Es ist auch viel Mist drin, gebe ich euch auch recht, natürlich. Aber es sind auch immer mal wieder so ein paar kleine Häppchen drin, die ich sage, wow, super geiles Game. Also Beispiel Ghost Signal, das Video, was ich jetzt letztens gemacht habe. Ich war super begeistert von dem Game. Ganz kleines, einfaches Game, aber hat mich total animiert, längere Zeit zu spielen. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr aufhören. Also solche Spiele gibt es immer mal wieder. Und natürlich wäre es geil, wenn es mal wirklich AAA-Titel gibt, die dann aber auch auf dem PC rauskommen. Also das wäre so das, was ich so sage, okay, wenn man Standalone-Games hat, in einer abgespeckteren Grafikversion, okay, super, aber bitte bringt die dann auch raus als PC-VR-Version, dass Leute das dann wirklich in voller Pracht genießen können. Ich weiß, ich habe schon mit mehreren Entwicklern gesprochen, PC-VR-Markt ist eigentlich tot. Also das, was die da einnehmen, ist ein Fliegenschiss, ganz einfach. Und damit können die ihr Entwicklerstudio gar nicht betreiben. Die sind angewiesen auf diesen Standalone-Markt. Und das bringt Geld. Und wenn die Entwickler sagen, cool, wir geben jetzt auch noch mal eine PC-VR-Version raus, dann wird die meistens ein bisschen aufpoliert, aber auch ja nur ein bisschen, weil der PC-VR-Markt halt tot ist. Schaut euch die ganzen Grafikkartenpreise an, die Hardwarepreise, CPU und so weiter. Also wenn ich mir die Preise jetzt der Standalone-Geräte hier anschaue, ist es ein Witz gegenüber einer Grafikkarte, die ich jetzt mir neu kaufen kann. Da sind wir ja bei einer 4080 bei, ich glaube, 1200 Euro und eine 4090 ist dann irgendwie 1700 oder so. Ja, der Markt ist halt kaputt, was PC betrifft, aber ich liebe PC-VR-Gaming, ich liebe auch Flat-Gaming und deshalb ist man dann gezwungen, sowas zu kaufen. Und da sehe ich dann ganz klar, wenn ich mir eine Pico 5 Pro Max hole, sind dann 1000 Euro auch nicht so viel, wenn die diese Specs an Bord hat, wo dann echt viele Leute glücklich sind. Aber da müssen wir wirklich auf die ersten Reviews abwarten, bis die rauskommen. Die ersten Tests, das sind jetzt alles nur ja reine Papiertiger, sage ich einfach mal. Ich kann super viel auf ein Blatt Papier aufschreiben. Was es im Endeffekt das Ergebnis ist, muss man abwarten. Von daher, ja, ich werde den Link zu diesem Reddit Bild nochmal hochladen oder in die Beschreibung packen auf jeden Fall. Und ich werde wahrscheinlich diese Liste auch nochmal in meiner Facebook-Gruppe teilen. Unten in der Beschreibung ist dann der Link zu meiner Facebook-Gruppe und da könnt ihr dann gerne auch mal joinen und könnt ihr euch die Liste mal genauer anschauen. Ja, Leute, das war jetzt echt viel, auch für mich, aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ja was vermitteln zu den neuen Brillen, die jetzt kommen, die neuen Pico-Brillen und im Vergleich zur Quest 3 dann gesehen. Ich werde die Quest 3 leider nicht bekommen. Ich habe auch als kleiner Kanal Meta angeschrieben, habe natürlich keine Antwort erhalten. Das war mir auch ganz klar. Rein aus Kostengründen kann ich mir die aktuell nicht leisten. Von daher werde ich leider die Quest 3 nicht testen können. Hätte ich gerne gemacht, keine Frage. Muss ich aber drauf verzichten. Und jetzt hoffe ich mal, dass nächstes Jahr dann mit der Pico 5 dann auch ein richtig geiles Teil rauskommt und dass ich die dann für euch testen darf, würde ich mich echt freuen. Und ja, wenn Fragen sind, Anregungen oder sonst was, alles unten in die Kommentare reinknallen von euch, würde ich mich freuen. Und ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.